that's me. I'm in this bitch with TB. I'm in this bitch with 4chain. I just pulled up me a 8. New car, new chain, new watch, new spot. Nigga ain't new op, new Glock, get shot. So Leute, was geht ab? Wir sind Becky Rücken, willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal heute. Dana, größer als mein Name. Heute letzter Tag, Mabea. Ich weiß noch gar nicht, was wir machen. Ich nehme einfach mal auf erstmal, weil ich glaube, dass Sydney heute sowieso keinen Vlog macht und Willi reist heute schon ab. Deswegen übernehme ich das Ding jetzt. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn er online kommt, dann wisst ihr, wir haben was Cooles gemacht. Ansonsten kommt das Ding nicht online. Viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like da, ein Abo, Kommentar. Let's go. Ich muss mal hier eine Sache dir mal kurz sagen, die am Morgen. Was denn? Junior Tonariga ist im Urlaub der größte Mehrwert. Wir gehen hier immer schlafen und hier liegt alles rum, so Essen, Trinken, Schüsseln, Flaschen, bla. Und wenn wir aufstehen, dann sieht es hier immer so aus, weil Ginny früh wach ist und ja, sich einsetzt. Stark, ein schönes Team, ne? Muss man erstmal sagen, ist stark. Bitteschön. Hier übrigens ein kleines Haustier, von dem gibt es hier übertrieben viele. Und ich habe gehört, wenn man eine tötet, dann kommen ja, dann kommen die ganzen anderen. Aber hast du weggemacht, das Ding einfach gestern? Ja. Moin. So, gucken wie immer am nächsten Morgen die Vlogs am Tag davor. Nett, nett? Ach, der sitzt da schon wieder mit dem Kakao. So, wir wollten gerade zwei Kontakte spielen, aber irgendwie ist schon das zweite Mal der Ball nicht mehr da. Irgendeiner spielt uns hier einen Streich und wir finden das Ding nicht. Wie ein Mädchen. Dann mach doch mal deinen klassischen Sprung. Das ist so widerlich. Der geht gerade kacken, sagt, ich habe nicht richtig abgewischt. Und hier sind diese Drüsen. Der hält den. Oh mein Gott. Was kommt jetzt? Ein Körper. A la Micha. Körper. Juni! Reinspringen, reinspringen. Okay. Warum? Ich mag den Pool. Juni, obli, obli. Charlie, Debüt im Pool am letzten Tag. Ist Wasser kalt? Ist Wasser kalt? Nein. Aber. Was machst du? Seite, Seite? Ja, sieht aus wie ein Enderman. Okay, Seemannskörper. Kater. Was raus ist, es ist kalt, kalt. Das Wasser ist kalt. Nee, Mann. Ey, übertreib dich, Mann. Ey, ich komm. Ich bin jetzt erstmal schwierig. Ich will. Ich bin nur. Ich will. Ich bin jetzt erstmal schwierig. Was war das? Salzwasser hier? Nein. Bist du ein Walhai? Bist du ein Walhai? Das ist einfach deine Schwimmtechnik. Das ist cool. So? Ja, tauchen. Ich sag dir gleich, oder? Digga. Junge! Das ist es! Wir essen jetzt noch kurz was, genau, alle. Natürlich gechillt gekleidet. Wir werden gleich irgendwie so ein Ding. Also nicht sowas, das ist viel zu krass. Wir haben was Gechilltes genommen, weil wir auch sowieso nur zu viert sind und zwei Stunden oder so nur chillen wollen. Ja. Aber erst essen und dann, ich weiß nicht welches Boot genau, auf jeden Fall nicht so ein großes, aber ihr werdet sowieso sehen. So, das ist der Laden, wo wir essen gehen, so ein Italiener, der brennt immer, der ist richtig gut. Und der Typ vom Boot hat mir auch, oder hat uns geschrieben, dass wir uns auch davor treffen, das heißt, irgendeine von hier wird es bestimmt sein. Aber erstmal essen. So, Vorspeisen bekommen, das von Willi und das, das und das. Ist auch von Willi und mir. Nee. Mein Essen da, Stephen, Jordan. Junior. Ja, okay. So, okay, Essen fertig. Sydney ist jetzt der Letzte. Von der Dame ist irgendwie das Boot da. Also die hat es auf jeden Fall vermietet. Und wenn es da hingeführt. Wir sind da. Das ist es jetzt geworden. Die meinte, die haben uns jetzt sogar ein bisschen Größeres gegeben, weil bei dem anderen, was wir eigentlich hatten, der Anker kaputt ist. Und deswegen haben wir jetzt sogar für den gleichen Preis ein bisschen Größeres bekommen. Also, super. Das Ding kostet jetzt für 2 Stunden 450 Euro. Und wir haben halt ein bisschen Größeres bekommen. Das andere wäre, glaube ich, also wär ein bisschen kleiner gewesen. Und Trinken und sowas alles hier, guck mal. Trinken und sowas alles ist auch dabei. Champagner und Wein ist sowieso nicht benutzt, aber ja, ich habe euch mal eine kleine Suche zu geben. So, geht's hier rein, kleiner Raum.
zum Sitzen chillen, bla. Kann man hier an den Seiten vorbeigehen und hoch. Ich stehe jetzt erstmal einmal hoch. Du wirst nicht sein, dass du aufhörst, das Projekt. Was? Ich dachte, wir können so unter uns chillen jetzt hier. Baby, geht dann noch nach unten. So, hier ist ein kleines Deck, keine Ahnung, zum Hinsetzen, bla. Und unten sieht es dann so aus. Vorne sieht es so aus. Irgendwie, es ist das gleiche Boot von letztem Jahr, ne? Ja, ich will, also ähnlich irgendwie. Los geht's. Der Kolossal auch da. Nero, Hawaii, flieg mit den Logos nach Hawaii. Turn auf die Hennessy dabei, Money gesagt. Stell dir mal vor, wir sind hier so einsam, wir treiben hier ohne Hintergedanken. Da kommt ein Megalodon, was machst du denn dann? Dann 1 gegen 1. Ja, gegen Megalodon, Digga. Der Hund ist 500 Meter groß, Digga. So, Leute, guck mal da hinten. Das ist ein Taucher, ja. Die Frage ist, wie ist er erstens da hingekommen? Zweitens, wie kommt er zurück? Weil was ist. Also, hier ist kein Boot nirgendwo, außer unseres. So, wir sind jetzt hier an irgendeinem Strand oder irgendeiner Badestelle. Das hier, weiß ich auch nicht, was es ist. Ein Big Mama Brunnen. Ich glaube, hier halten wir jetzt kurz, können ins Wasser springen und so. Ah, was ich gerade sehe, da hinten ist Opium. Beach Dings, das heißt irgendwo da oben wohnen wir. Ja, seekrank? Stress. Digga, es wackelt so doll. Kälte, wie kalt oder warm ist es? Es ist kälter als Pulver. Und normalerweise chillt man jetzt hier so, keine Ahnung, 20 Minuten oder so, kann ins Wasser springen und so. Aber es ist ein bisschen seekrank oder keine Ahnung, wegen diesen starken Wellen hier. Deswegen fahren wir jetzt direkt zurück. Und außerdem, zwei können hier sowieso nicht schwimmen. Das heißt, wer der Einzige, der ins Wasser gegangen ist, das also schwer. Mein Gott, ich hab da gerade einen Delfin gesehen. Ich schwör's euch. Irgendwo da war gerade ein Delfin zweimal aufgetaucht. Da, wo ich hier drauf bin. Da, oh mein Gott. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich. Wie nah ist der am Wasser? Erstmal mein. Da, wo? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie nah! Da ist er wieder. Ja, mich hätte das auch erwischt. Digga, also die Rückfahrt war hart. Irgendwann konnten Jordan und ich nicht mehr vorne sitzen, weil das ganze, die ganze Zeit das Wasser so hochgespritzt ist und dann in unsere Fressen rein. Es war überkalt. Deswegen mussten wir weg und seitdem wir da weg waren, oben war unaushaltbar. Keine Ahnung, wie Junior da sein kann. Da ist direkt ein Übel geworden. Drinnen war auch schlimm. Rückfahrt war. Schwarz. Feedback? Das Geld kostet, Digga. Das war das Schlimmste, was ich hier gemacht habe. Der war kurz. Eine Qual. Kurz vor Panikattacke und dann ging es Richtung Kotzi. Ja, in die Richtung. Nicht mal Sydney mit dem hier, oder? Ich gehe so, Leute, wir laufen jetzt hier nochmal lang. Einmal kurz zum Strand. Hier an den Seiten überall die ganzen Helmuts. Mit den Sachen. Und ich muss sagen, also das sieht so verrückt echt aus. Und hier waren wir, glaube ich, letztes Jahr irgendwo mal. So, guckt euch das an, hier wird alles verkauft, von Schuhe zu Taschen zu weiß ich nicht, Armbändern, zu alles Mögliche wird hier auf jeden Fall verkauft. Aber hier ist sehr schön. Einfach Fanta, Wassermelone gerade geholt. Zero. Schmeckt. Okay, viel zu süß aber. So, wir sind zurück. Wir chillen jetzt hier kurz. Im Pool ein bisschen. Pischen kurz rein. Ja, haben wir beide schon gerade nebeneinander. Auf eklig. Und später, keine Ahnung. Entweder gehen wir was essen nochmal oder wir chillen. Wir gehen gleich noch essen. So überlegt der Mann, welches Outfit. Hast du es gehört? Ja, also das glaube ich jetzt nicht. Ich spüle gerade. Das Ding fällt einfach hinter meinem Rücken da rein. Ich hab mich tot erschrocken. Ja, hol das Ding raus. Nein, ich fass niemals da rein. Ah, ich kann nicht. Ess mal. Hast du doch gesehen? Ja. Warum sind die hier drinnen überhaupt? Ja, ich hab das auch für gleich für zweimal an, Dicker. Ich hab mein gleiches Outfit seit drei Urlaub, Mann. Ist ja dumm. Ja, ich weiß nicht, ich bin Fashion Killer, wenn du mal, Digga, reicht halt. Was? Ich bin Fashion Killer, aber reicht. Hose von. Wie viel ist denn Outfit wert? Machen wir einmal. Okay. Schuhe, AliExpress, Hose, Woolworth. Zum 10. Mal das Outfit. Ja, alles rausgekrabbt, ne? Hier, an Armgelenk. Stark. Ah ja, wir gehen jetzt übrigens zur Mosh Fun Kitchen.
beziehungsweise ins Restaurant Mosh Fun Kitchen, da gibt's, da war letztes Jahr auch schon einmal, da gibt's richtig krasses Essen. Da hast du auch ein bisschen so mit Musik und bla und bla alles drum und dran, aber das Essen ist der 1A. So, wir sind da. Hier. Ist gerade komisch, Zeichen, dass es nicht so voll ist, weil hier keine Frau gerade ein Bild macht. Weißt du? Ja, stimmt. Erstens, hier sind immer Bilder und zweitens stehen die eigentlich dann schon hier bis hier an. Genau. Mosh Fun Kitchen. Ja. So. Man muss deine scheiß Tasche wieder hier abnehmen. So sieht das aus. Boah, sorry, das wird great. What if it's? So, wir haben einmal Mittelburger, einmal Tufelschatter, einmal Panierte Garnelen. Okay, und dann Sushi. Sieht auch überragend aus, hatten wir auch letztes Mal. Ja, hier sind so viele von diesen Teilen, dass einfach diese Luft hier so komisch ist. So, jetzt wird es hier ganz verrückt. Eis abhauen. So. Kurzes Feedback zum Laden. Heute ist Sonntag, toter Laden gewesen irgendwie. Also was Leute angeht, war nicht mal voll und so bla bla. Und am Ende so ein bisschen Alibi-Show von irgendwelchen, die da einfach hingestellt haben, wo da irgendwelche auf die Ränge gefallen sind. Aber Essen ist da wirklich 10 von 10. Also Essen ist unglaublich. Rest war so, naja, also ja. Aber für Essen, wofür wir auch da sind, super, super. Also wirklich alles, was wir da gegessen haben, hat krass geschmeckt. Ja, also kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Und sonst ist da auch, glaube ich, ein bisschen mehr los am richtigen Wochenende und so. So, wir sind wieder am Ort des Geschehens. Zum Abschluss des Tages eine Obli. Aber nicht lange, danach gehen wir nach Hause. Ich bin im Bett. Tag ist vorbei. Mabea Vlog ist vorbei. Mabea Urlaub ist vorbei. Ich gehe pennen, beziehungsweise wir alle gehen pennen. Morgen fliegen wir zurück um, glaube ich, 14 Uhr oder so. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, einen Kommentar. Das ist wichtig. Für den Algorithmus, wenn es euch gefallen hat, wenn euch die Kombi gefallen hat. Glaubt, sehr lustig geworden. Ja, sehen wir uns nächste Woche wahrscheinlich wieder. Ich weiß nicht, was kommt, aber lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und danke für den Support. Eine Sache noch vergessen. Danke an die ganzen Jungs, an jeden Einzelnen, der dabei war. Willi, Sydney, Jordan Junior. Ja, danke für die Zeit. Danke, dass wir so eine coole Zeit erleben dürfen. Ohne die wäre es auch nicht möglich, so coole Sachen machen können. Deswegen danke an alle. Hat sehr Spaß gemacht, war sehr geil, wie immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es ist wie Spiel. Man sieht.